Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Das Thema, das wir heute anschneiden, möchte ich Ihnen nicht sagen, sondern Ihnen zeigen und die Regie bitten, hier gleich das Bild einzublenden. Hier sehen wir ein wolkenbehangener Himmel und da in der Mitte ein Quadrat, das nichts hat. Und das stellt mir ganz viele Fragen, die ich heute gerne einem Experten stellen will, der sich da damit ein bisschen länger beschäftigt hat als ich und uns diese Bilder natürlich auch mitgebracht hat. Nach dem Intro legen wir gleich los. Ja, da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast auch zeigen. Da ist er, der Paul Schlier. Ganz herzlich willkommen, lieber Paul alias der Wetteradler. Guten Tag, danke für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, kannst du mir bitte erklären, was wir da jetzt gerade sehen? Weil das ist ja irgendwie von Natur aus vorgegeben, für mich nicht natürlich, oder? Ja, also unserer Erklärung nach handelt es sich, komplex natürlich, aber ich sage mal gerne, so langweilig wie das Thema Wetter für die meisten Menschen ist, wenn man jetzt nicht weiß, worüber man redet, redet man über das Wetter, so interessant ist es im Prinzip auch. Und was unserer Erklärung nach da zu sehen ist, ist ein Himmel, also eine künstlich erzeugte Wolkendecke. Deswegen ist die auch so einheitlich und sehr dünn auf einer Ebene, sehr statisch, die mittels Frequenzen von Boden- und Luftradaren verschiedenster Frequenztechnik angesprochen wird, also man redet auch von Ionisierung, also mit elektrischer Leistung angesprochen wird. Da sind Teilchen in der Atmosphäre, die verteilt werden über das Chemtrail-Programm durch Flugzeuge unter anderem. Und diese Teilchen sinken dann in eine gewisse Höhe ab und ab dieser Höhe greifen dann die Frequenzen von den Radaren, von verschiedenen Frequenzanlagen und die ionisieren diese Schicht, sprechen die Teilchen an, das Wasser kondensiert an diesen ionisierten Teilchen und ergibt dann eine durchgehende Wolkenschicht. Manchmal auch einfach nur so Streifen, da sieht man dann die Frequenzen dahinter. Und das ist ein sehr interessantes Bild, weil da sieht man unserer Erklärung nach tatsächlich auch, dass der Himmel einquadriert ist. Bedeutet so viel wie, dass wenn man sich jetzt ein Gitternetz vorstellt des Himmels, es geht hier um das Geoengineering, ein Gitternetz vorstellt, wie beim Schach im Prinzip, dann hat man verschiedene Quadranten und diese Quadranten sind dann wiederum unterteilt in kleine Quadranten bis hin zu zum Beispiel jetzt 100 mal 100 Meter in der Atmosphäre, von Kilometern bis hin zu 100 Meter runter, jetzt als Beispiel. Und das ist unsere Erklärung für das Phänomen, was man da sieht, dass diese Ionisierung, die stattfindet auf einer Fläche, dass die eben diese Wolkendecke erzeugt und dass dieses Quadrat an der Stelle nur so ausgeschnitten sein kann, weil dieser Quadrant an der Stelle nicht angesprochen wird, dass da nicht ionisiert wird. Und deswegen ist das auch so eine messerscharfe Kante. Mhm. Ne, weil das, sonst würde das sieht aus wie einen Würfel, der ausgestanzt ist. Ja, normalerweise sieht man ja diese Streifen und dann gehen sie in die Breite und machen so einen Deckel. Also es ist von vier Seiten nicht erklärbar, wo man es auf vier Seiten keine Deckel geben könnte. Also sehr erstaunlich. Ich versuche da mal weiterzugehen. Du hast mir so viel Bildmaterial mitgebracht. Hier ist doch auch wieder diese... Ja, es ist das gleiche Phänomen im Prinzip, auch wieder ausgestanzt, quadratisch praktisch gut, so nach dem Motto. Und das können wir uns wirklich nur so erklären. Man sieht es auch in den Schriften, es ist ein Dokument von der NASA an die Air Force, das Wetter bis 2025 zu kontrollieren. Und da wird eben auch von einem sogenannten GWN geredet, also einem globalen Wetternetzwerk, Global Weather Network. Und das inkludiert nun mal auch Satelliten, also ein Satellitennetzwerk. Und wir wissen ja, dass wir sehr viele Satelliten in der Atmosphäre haben. Und die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass einige davon auch fürs Wetter relevant sind. Und zwar nicht nur Aufnahmen machen, Luftaufnahmen oder sowas, sondern auch tatsächlich hier mit eine Rolle spielen bei der Kontrolle, bei der Manipulation, bei dem Beeinflussen des Wetters. Und deswegen diese quadratische Struktur. So, das ist einfach die einzige sinnvolle Erklärung, die wir nach den Jahren jetzt so rausgefunden haben, dass an der Stelle, wie soll es sonst anders entstehen? Winde können es nicht sein, Winde sind dynamisch, fließen, fraktal. Da ist kein Gegenstand, der in der Luft hängt, wo die Wolken nicht mehr weiterkommen. Von daher ist das dieses Konzept dahinter, die Quadrierung des Himmels, mit Sektoren und so weiter, die dann einzeln angesprochen werden können,
Das ist die einzig sinnvolle Erklärung dafür. Mhm. Weißt du, ich werde sicherlich mit der Frage konfrontiert werden, warum als ich als Naturmedizinsender mich mit diesem Thema beschäftige. Aber die Antwort ist ganz klar, wenn das nicht Natur ist, dann glaube ich auch nicht, dass das gesund ist für unseren Organismus. Du hast wieder ein Bild mitgebracht, oder? Das sieht ja wirklich aus wie eine Welle. Mhm. Und natürlich wird es aus offizieller Seite hier wieder ganz als natürlicher Kondensstreifen bezeichnet werden. Aber das sieht doch nicht nach natürlichen Kondensstreifen aus. Ja, das ist im Prinzip, man sieht da genau ähnlich wie bei dem vorigen, bei der vorigen Aufnahme sieht man das Resultat des Chemtrail-Programms, weil das Chemtrail-Programm ist ja nur das Verteilen der leitfähigen Teilchen in der Atmosphäre. Das ist nur das Anreichern der Atmosphäre. Das ist das Chemtrail-Programm, gehört zum Geoengineering dazu. Aber danach passieren noch ganz viele weitere Dinge. In dem Fall zum Beispiel sinkt das Ganze ab und ergibt dann wieder eine Wolkenschicht. Und da sieht man jetzt sehr gut die Stimulierung dieser ausgebrachten Teilchen in einer gewissen Höhe mittels Frequenzen. Und die Frequenz sieht man im Prinzip genau da in Form einer Sinuswelle, die sich da durchzieht. Die offiziellen... Ist ja verrückt, ja genau. Das sind da diese Streifen, gell? Da hat man wirklich das Gefühl, es ist eine Frequenz, eine Longitudinalwelle, oder? Genau, das ist, man sieht natürlich auch noch die kleinen Muster innen drin, weil man natürlich immer zwei Kräfte hat. Die Natur ist ja nicht weg. Wir haben zwar ein sehr, sehr stark ausgebautes globales Wetternetzwerk mittels Frequenzanlagen, Satellitensysteme, Geoengineering, Chemtrail-Programm, es ist sehr, sehr ausgebaut. Aber wir haben immer noch die Natur selbst. Und die Natur selbst erzeugt immer fraktale Strukturen, erzeugt Wirbelstrukturen. Und sie versucht sich natürlich auch zu reinigen von dem Ganzen. Und da sind jetzt gerade zwei Kräfte, die aufeinandertreffen. Einmal die technische Stimulierung der versprühten Teilchen mittels Frequenzen. Und dann aber die Natur selbst, das sind dann diese kleineren, feineren Strukturen, die versucht aus dieser künstlich angereicherten Masse mittels elektrischer Leistung einfach natürliche Wolken zu bilden. Mhm. Und deswegen sieht man, es ist keine absolut saubere Welle, sondern mit Unterbrechung, mit fraktalen Strukturen da drin. Man sieht im Prinzip die zwei, das sind immer die beiden Kräfte, die aufeinandertreffen, weil die Natur natürlich ihre Prozesse eigentlich durchsetzen möchte. So kennen wir es ja häufig. Ja, das ist im Prinzip das Gleiche. Man sieht die Wellen immer noch durch. Aber man sieht, gerade zum Horizont weiter nach hinten kann man mehr sehen, dass es mehr aufbricht, dass die Wellen nicht mehr so sehr deutlich sind. Und da sieht man, dass die Natur eben da dagegen drückt und versucht eben natürliche Wolken zu bilden, Cumuluswolken, die immer dynamisch sind, fraktale Wellen haben und fraktale Strukturen haben, sich aufbauen, wie man als Kind die Wolken halt kennt, groß, weiß, und sich bewegen, wieder zerfallen, teilweise Muster ergeben, die man dann sagt, guck mal, ein Herz oder ein Einhorn oder solche Geschichten. Und das, was wir heutzutage einfach haben, das ist einfach nur noch traurig im Endeffekt. Auch wieder was ganz Natürliches, oder? Genau, das ist auch wieder, man sieht im Prinzip den, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, den Krieg, der da oben stattfindet in der Atmosphäre. Man sieht immer noch, man sieht die fraktalen Strukturen der Natur, die versucht, hier natürliche Wolken auszubilden. Mhm. Aber man sieht auch, wenn man genau hinschaut, feine Frequenzmuster, die dagegen stimulieren. Die versucht, diese Wolkendecke technisch einfach geschlossen zu halten. Und dabei, durch diese beiden Kräfte entstehen dann einfach dynamische Muster, wie jetzt in dem Fall das. Und ich bin mir sehr sicher, dass die Meteorologie oder wer auch immer die Namen vergibt, dafür auch wieder einen schönen Namen gefunden hat. Und das ist dann einfach wieder eine neue Wolke. Und damit ist es dann abgestempelt als ist nun mal so. Und komischerweise gibt es das Ganze erst. Diese ganzen Wolkenmuster, wie man es jetzt da sieht, die sind interessanterweise erst, die korrelieren mit der Zunahme der Einflussnahme des Geoengineerings. Also das Geoengineering wurde ja die letzten 20, 30 Jahre extrem hochgefahren. Und diese Wolkenmuster, der Wolkenatlas, wird immer größer, je größer das Geoengineering wird. Na, und das ist schon spannend, warum das so ist. Ich habe schon gehört, dass solche Sachen auch zum Schutz der Menschheit gemacht wird, weil anscheinend die Sonne mehr Energie abgibt und man muss das die Erde ein bisschen verdunkeln, sonst wird sie zu warm. Klimaerwärmung wird immer wieder noch hervorgebracht, dass das mit ein Grund sei, dass dieses Geoengineering gemacht wird. Was hältst du von diesen Thesen? Ja, die habe ich auch beobachtet. Ganz interessant finde ich, dass es vor noch gar nicht so langer Zeit globale Erwärmung hieß,
und mittlerweile aber umgetauft wurde in Klimawandel. Und das wurde still und heimlich gemacht. Und da frage ich mich so, hat das nicht mehr ganz hingehauen mit der Erwärmung, weil wir ja auch ziemlich viel Kälte haben, ziemlich viel Überflutungen haben, Dauergrau, was die Temperatur um mehrere Grad absinken lässt. Wozu diese still und heimliche Umtaufung des Ganzen? Also wir reden jetzt scheinbar von Klimawandel. Das ist wahrscheinlich einfach dynamischer. Das kann alles bedeuten, während globale Erwärmung ja immer auf es wird heißer bezogen ist. Das ganz große Problem bei der Sache finde ich einfach, dass immer davon ausgegangen wird, dass die Natur uns irgendwie was Böses will und dass wir was dagegen machen müssen. Und während dabei einfach gar nicht erwähnt wird, dass im Hintergrund richtig viel Geld mobilisiert wird und auch dahin fließt, um einfach verschiedenste Anlagen auszubauen, das beispielsweise 5G, das 5G-Netzwerk, das war ja auch ewig teuer, das auszubauen. Aber auch von wirklich anderen Anlagen, von denen wir normalsterbliche, sag ich mal, nichts hören. Einfach Radar, wie das Next-Red-Doppler-Radar, da haben die meisten Menschen noch nichts von gehört, außer die sich ein bisschen mit Meteorologie oder mit Radartechnik beschäftigen. Und das sind Radare, die sind richtig groß, die sind haben extrem viel Leistung, bis zu, soweit ich weiß, Spitzenleistung 700.000 Watt können die erzeugen. Und dann die ganz großen Systeme, wie eben die HAARP-Anlage, die einfach wirklich in der Lage ist, hier richtig viel Energie in die Ionosphäre zu schicken. Und jetzt frage ich mich, wenn man immer vom Klimawandel redet, warum die technische Einflussnahme vom Geoengineering-Programm, was komplett real ist, was durch Patente das zeigt und so weiter und auch einfach Schriften von der NASA an die Air Force, dass einfach belegt wird, wie viel Interesse daran herrscht, das Klima zu kontrollieren wirklich, nicht mehr zu einfach nur zu beeinflussen fürs Gute, sondern wirklich zu kontrollieren. Und dass diese ganzen Sachen, die waren, teilweise sind die Schriften von 1998 oder sowas, und die Patente gehen schon viel, viel früher los, und das war noch vor der ganzen Klimawandeldebatte. Das heißt, die Technik und das Interesse am Wetter, das Wetter zu kontrollieren und zu manipulieren, ist schon viel, viel länger da und viel, viel größer, und da wird richtig viel gemacht im Hintergrund. Und jetzt neuerdings wird dann eben gesagt, ja, der Klimawandel und wir nutzen das Geoengineering fürs Gute. Dabei darf man sich die Frage stellen, ob vielleicht durch die Manipulation mit dem Geoengineering überhaupt erst der Klimawandel entsteht. Das ist für mich die ganz große Preisfrage. Da hatte ich auch mal einen Arzt, der hat mir gesagt, letztendlich sind alle diese Strahlen nichts anderes als Mikrowelle. Und Mikrowelle ist wie in der Mikrowelle drin, nichts anderes als Reibung. Das heißt, ganz, ganz viel Reibung an allen Gegenständen, und das erzeugt Wärme. Und wer sagt uns nicht, dass diese ganze Reibung an den Wassermolekülen nicht diese aufwärmt und die Klimaerwärmung dadurch kommt? Was aber auch recht zeigen würde, dass die ganze Berge, die immer mehr vertrocknen und Steinfall zufolge, dass die Steine eben inwendig auch austrocknen und es zerbröseln. Das hat für mich auch sehr absolut glaubwürdig angehört. Ja. Naja. Wir haben hier weitere Bilder. Das sieht für mich jetzt auf den ersten Blick nicht abnormal aus. Aber ja, jetzt steht man es da. Sind auch wieder so eine Frequenz drin, oder? Dann sieht man auf jeden Fall jetzt oben die Frequenzen, die einmal horizontal laufen. Ja. Und da wird immer von offizieller Stelle gesagt, das seien jetzt Winde, die das Ganze einfach verwirbeln, und dann entstehen diese Wellen. Mhm. Aber man sieht genau daneben, links daneben, sieht man vertikale Wellen. Das heißt, die überlappen sich. Mhm. Und das ist diese unserer Ansicht nach die Einflussnahme durch diese Strahlentechnik im Hintergrund, die eben Frequenzen aussendet. Und hier sehen wir im Prinzip nichts anderes, als dass zwei Frequenzbereiche aus verschiedenen Richtungen sich überlappen. Und dadurch quasi dann diese künstlich angereicherte Chemiedecke, nenne ich es jetzt mal, einfach auch bewegt oder gesteuert werden kann. Durch die Überlappung von zwei Frequenzen erzeugt dann einen Interferenzbereich. Der drückt von hier, der drückt von hier, beide mit ihren jeweiligen Wellen. Und beim Überlappungsbereich kann man dann quasi das Ganze steuern. Mhm. Und das sieht sehr danach aus, als wenn es das ist. Genau, hier haben wir dann auch wieder im Prinzip ein ähnliches Phänomen. Man kann diese technisch erzeugte Wolkendecke erkennen, die aber auch wieder an einem Punkt abreißt. Und das, was wir unserer Ansicht nach, ist das, was man da sieht, das basiert auf unseren Recherchen, was da runterfällt, was dieser Schleier, der in der Mitte runterfällt, das sieht sehr danach aus, als wenn das
die Chemieteilchen sind, also da reden wir von Aluminiumoxiden, Aluminiumverbindung, Bariumverbindung, die Teilchen, die benötigt werden in der Atmosphäre, um diese Wolkendecke in erster Linie zu erzeugen, die man auch links und rechts sieht, die wird in der Mitte aber nicht angesprochen durch die Elektrizität im Endeffekt. Das ist was du gerade erwähnt hast, die Anregung der Wassermoleküle. Und dadurch, dass die Einflussnahme da in der Mitte nicht stattfindet, fallen die Teilchen leblos zum Boden runter. Wie sie eigentlich einfach, ja, werden nicht angesprochen. Das ist ein Mix gerade. Das ist ein sehr interessantes Bild. Sehr eindrucksvoll. Und auch wieder ganz klar für mich, als Kondensstreifen abzutun, kaum möglich. Ja, diese Strahl, das ist ja das gewohnte Bild. Ja. Da geht es jetzt noch eine Stunde und noch ist der ganze Himmel nur noch weiß, oder? Genau, das ist das, was wir auch beobachten konnten, ist, dass zu diesen Grippewellen, ja, einfach diese Zeiten, wo die Menschen häufiger krank werden. Ja, das ist zum einen, wenn es kälter wird, aber es findet interessanterweise auch immer dann statt, wenn der Himmel zu gesprüht wurde. Mhm. Dann haben wir das Thema, was wir vorhin gerade gesehen haben, als Standardbilder. Und jetzt sieht man ja eigentlich das Live. Was will man da jetzt noch diskutieren? Genau, also was man da sieht, das ist ein Ausschnitt aus einer Doku, die jemand angefertigt hat. Und im Prinzip sieht man da, das Flugzeug befindet sich immer... Keine Kondensstreifen mehr. Genau, immer auf der gleichen Ebene, keine große Luftschichtenveränderung, keine Höhenveränderung und jetzt ist alles weg. So fliegt es ohne Kondensstreifen, ganz wichtig, wir sehen keinen Kondensstreifen und dann plötzlich kommt halt dann doch wieder das raus. Und wenn man den Originalton anhört, dann sagen die Piloten, die das ganze Film auch, die sind selber beeindruckt von dem Phänomen und Piloten kennen sich ja jetzt schon ein bisschen aus mit der Atmosphäre und deswegen haben die das Ganze auch mit Video festgehalten für andere. Und man sieht auch, wenn man genau hinschaut, wenn du mal auf Stopp, vielleicht Pause oder so. Wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man auch, dass das Flugzeug hat drei Triebwerke. Eins oben in der Mitte, das große schwarze Ding. Dann links und rechts unter der Tragfläche jeweils ein Triebwerk. Aber diese Abgase oder diese Chemtrails in dem Fall, diese Chemikalien, die kommen aus so kleinen Sprühdüsen raus. Das sind so kleine weiße Nupsis unter den Tragflächen. Das heißt, das ist auch wieder ein Argument, was einfach dafür spricht. Jetzt sieht man, das kommt wirklich als Fläche raus und gar nicht da, wo die Triebwerke sind. Wenn es Kondensstreifen wären, dann müsste es hinter den Triebwerken entstehen. Das ist unfassbar. Genau, das sind jetzt Zusendungen, die wir bekommen haben. Da sieht man im Prinzip auch wieder das gleiche Phänomen. Wir haben zwei Wolkenschichten. Wir haben einmal die unterste Wolkenschicht, die sieht man mehr zum Horizont hin. Das sind die klassischen so Regenwolken, da ist die Feuchtigkeit drin. Und da drüber auf so 2 bis 4 Kilometer haben wir dann diese Wellenwolken, nenne ich es jetzt mal. Und das ist im Prinzip diese stimulierte Schicht, die den Himmel quasi zumacht, also abdunkelt, so dass dann gerade im Winter ist das sehr tragisch, weil dann die Sonnenstrahlen, die normalerweise von der Sonne eintreten würden und dann im unteren Bereich die Luftfeuchtigkeit, auch Nebel und solche Geschichten, bis zum Mittag hin würde der Nebel normalerweise oftmals verdunsten und sich auflösen durch die Sonnenstrahlen, aber durch diesen Deckel, nenne ich es jetzt mal, der da gesetzt wird und auch festgehalten wird, werden die Sonnenstrahlen im Vorfeld schon reflektiert und können gar nicht mehr bis zum unteren Bereich durchdringen, um diesen Nebel aufzulösen. Und das ist genau das Phänomen, was wir jetzt gerade haben, dass wir einfach dieses Dauergrau haben, dass es einfach trist ist und dass die Sonnenstrahlen gar nicht durchkommen, um einfach auch ein schönes Wetter zu erzeugen, weil sie im Vorfeld schon durch diese Schicht reflektiert werden, zurück ins Universum und einfach diese Abkühlung einhergeht. Es ist bestimmt 4 Grad kälter dadurch und einfach auch diese hohe Luftfeuchtigkeit. Und das mittlerweile sind wir schon bei Tag 7 oder so.
Ich lese noch vor, was die Schweiz mir geschrieben hat. Die Schweiz setzt sich in ihrer Klimapolitik nicht auf Geoengineering und lehnt eine operationelle Anwendung von Geoengineering klar ab. An der UN-Versammlung in Nairobi hat die Schweiz 2019 zusammen mit 12 anderen Ländern eine Resolution eingereicht, mit welcher das Umweltprogramm der UNO beauftragt worden wäre, Risiken, Potenzial und allfällige Governance-Bedürfnisse von Geoengineering abzuklären. Die Resolution konnte jedoch keinen Konsens erreichen und wurde zurückgezogen. Die Schweiz wird sich zusammen mit anderen Staaten weiter dafür engagieren, dass die Fakten zur Sprache kommen. Im anderen Abschnitt schreiben Sie, in der Schweiz finden keinerlei Versuche oder Operationen statt, die Chemikalien oder andere feine Partikel in die Atmosphäre aussprühen. Verschwörungstheorien beschreiben mit einschlägigen Webseiten wie durch Flugzeuge angebrachtes Barium und Alium und so weiter, sind ausnahmslos Kondensstreifen in der Schweiz. Aber ich sehe doch genau diese Muster auch in der Schweiz. Kann man Kondensstreifen ausschließen? Hochdruck, Tiefdruckgebiete, die letztendlich irgendwie zu diesen Formen führen? Im Endeffekt, es geht jetzt auch ein bisschen um das Gefühl und den gesunden Menschenverstand der Menschen selbst, was für sie mehr Sinn ergibt. Und es ist ja leider auch, soweit ich das weiß, nicht möglich aufgrund der Flugsicherung. Man darf gar nicht aufsteigen zu diesen 10 Kilometern Höhen, um wirklich Proben zu nehmen und das wirklich in der Luft analysieren zu lassen, was da hinten rauskommt. Und deswegen, wir befinden uns halt in so einer Zone, wo man sich schon fast wieder, wie auch in anderen Bereichen, verlassen muss auf das, was einem gesagt wird und das einfach schlucken muss. Und ja, so ist es nun mal, weil man es nur sehr schwer selber prüfen kann. Und das ist so die ganze Schwierigkeit bei dem Ganzen, dass wir ja nicht selber eben da hochfliegen können und gar nicht die Expertise haben in dem Moment und uns auf die Experten dann verlassen. Und aber das bleibt ja nicht oben, das kommt ja alles irgendwie runter, oder? Genau, und da gibt es genügend Bodenproben mittlerweile, die eben zeigen, dass Aluminium im Wasser enthalten ist oder im Erdboden. Viel zu hohe Aluminiumwerte. Auch wir haben da schon Zusendungen bekommen von Menschen, die haben ihre Böden, in Anführungszeichen, oder ihr Regenwasser auch analysieren lassen. Und das muss ja irgendwo herkommen. Das kommt halt. Aluminium ist ja in der Form gar nicht verfügbar in der Natur. Ist eigentlich immer gebunden irgendwie an Gestein oder sowas. Und freies Aluminium zu finden in Regenwasser ist natürlich ein Skandal im Endeffekt. Und das muss ja wohl woher kommen. Und das kann eigentlich nur aus dem Himmel kommen und ist in diesem ganzen Bio-Kreislauf schon mit drin. Mhm. Dadurch, dass das ja weltweit gemacht wird. Und selbst wenn jetzt die Schweiz nehme daran nicht teil, dann ist es halt einfach, die Luft verteilt sich so schnell. Das, was in anderen Ländern gemacht wird, das zieht hier rein im Endeffekt und beeinflusst dann auch hier die Atemluft. Mhm. Wenn es jetzt Zuschauerinnen und Zuschauer hat, die das jetzt auch gerne aufgeklärt haben wollen oder mehr wissen möchten über dieses Thema oder vielleicht wirklich sich auch anschließen würden, irgendwo in einer Partei oder in einer Organisation mitzuwirken, damit hier Aufklärungsbedarf entsteht und letztendlich auch die Wahrheit ans Licht kommt, gibt es da irgendwelche Organisationen? Dadurch, dass ich mich jetzt persönlich nicht damit beschäftige, weil ich das Gefühl habe, dass das zu nicht viel führt, weil dadurch, dass ja sehr wahrscheinlich die Regierung da eben Bescheid wissen von, wenn man sich die Papiere anschaut, dann wird einem auch schnell klar, dass wenn man jetzt da Richtung, wenn die Strukturen zu groß werden, ich glaube, auf lokaler Ebene kann man schon noch was erreichen, wenn man sich zusammenschließt, Grüppchen bildet, in Anführungszeichen, bis hin zu seiner Gemeinde vielleicht noch. Aber wenn die Kreise zu groß werden, also wenn man dann Richtung Bundesland oder sowas, dann denke ich mal, wird's ganz schnell das ganze Thema runtergedrückt, beziehungsweise dann kommt man in die Bereiche rein, die sehr wohl wahrscheinlich wissen, dass das Ganze gemacht wird und dass es ein Thema ist, über das nicht geredet werden soll. Das heißt, je höher man in der Struktur geht, lokal angefangen, umso weniger kann man im Prinzip erreichen. Das ist so unsere Erfahrung. Und dann fängt die Rufschädigung an und die Diffamierung und allem drum und dran. Und gut, traurig. Ansonsten, wenn man sich informieren will, kann man bei dir auf den Kanal gehen. Du hast einen YouTube-Kanal und einen Telegram-Kanal, wo gut läuft. Mit 20.000 Abonnenten hast du mir im Vorfeld erzählt. Gratuliere. Schön zu sehen auch, dass sich so viele Menschen mit diesem Thema beschäftigen.
Und danke dir ganz herzlich, dass du uns hier einen Einblick gegeben hast mit Bildmaterial, was heute nicht einfach ein Absolutismus heißen sollte, was wir jetzt da gerade gesehen haben. Wir wissen es ja auch nicht. Es gibt Thesen, es gibt Ideen, es gibt Erklärungsmodelle dahinter. Und die stehen einfach immer konträr zur öffentlichen Sichtweise des Staates. Wir sind natürlich sehr glücklich darüber, wenn sich diese öffentlichen Staaten oder Sichtweisen sich auch mal bei uns outen würden, vorbeikommen und ich vielleicht gerade mit meinem Experten zusammen, mit diesen anderen Experten zusammen hier mal reden würden und sich gegenseitig diese Erklärungsmodelle um die Ohren gehauen werden. Denn ich finde einfach, hier ist Erklärungsbedarf dringend nötig, denn hier wird ganz bestimmt auch aus meiner Sicht mit unserer Gesundheit gespielt. Ich danke dir ganz herzlich für deine wertvolle Aufklärung und das Zusammentragen auf deinen Kanälen. Machst du echt gut und solche Menschen brauchen wir. Danke vielmals. Vielen Dank. Und auch Ihnen bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.